Vermeide diesen einen Fehler und du wirst sensationelle Abnehmerfolge erzielen. Welcher der ist, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste, was du wissen musst jetzt, ist, dass du, auch wenn jemand sagt, er verliert 10 Kilo Körpergewicht in einem Monat, dass das eigentlich kompletter Nonsens ist, weil der Körper kann maximal, wenn du alles richtig machst, also richtige Aktivität, richtige Ernährung, ja, auch richtige Regeneration, maximal 0,2 bis 0,3 Kilogramm Körperfett im Monat verlieren. Mehr geht da nicht. Ja? Und weil alles, was du an Gewicht verlierst, ist meistens aus Wasser, aus Muskelmasse und vor allem auch ein Teil Fett natürlich, aber maximal 0,2 bis 0,3 Fett pro Monat. Ja? Und jetzt ist es eigentlich wichtig, also essentiell zu wissen, damit du langfristig abnimmst und dass du auch wirklich gute und langfristige Erfolge hast, ist es essentiell, dass du das einfach strukturiert dass du das strukturiert planst, Step by Step. Weil wenn du zu hohe Erwartungen an dich hast und du willst jetzt in 4 Wochen, weiß nicht, 10 Kilo abnehmen, dann wird es von vornherein schon scheitern. Deswegen musst du dir ganz wichtig realistische Ziele setzen. Weil dann kannst du dann auch wirklich auf dich stolz sein, weil sonst hast du so hohe Erwartungen und du wirst ständig enttäuscht. Und dann lass das du irgendwann sein, dann machst du wieder irgendein Crash-Diät und wieder irgendein anderes System und investierst vielleicht wieder für irgendein Abnehm-Coaching, was vielleicht wirklich auf Crash-Diäten basiert. Und das ist auch wirklich ganz wichtig für mich, ja, dass du, wenn du das Video hier siehst, ja, keine Crash-Diäten mehr machst, egal ob das jetzt bei irgendjemand ist oder bei irgendeinem Ernährungswissenschaftler oder irgendein Bericht aus dem Internet, ja. Ich will einfach, dass du wirklich erkennst, dass wenn du deine Ernährung in den Griff bekommst, die richtige Aktivität in den Griff bekommst, dass du dann langfristig Ergebnisse erzielst und maximal aber 0,2 oder 0,3 Gramm Fett pro Monat verlieren kannst. Und jetzt möchte ich dir das Geheimnis verraten, was eigentlich kein Geheimnis ist, aber wie du wirklich effektiv deinen Abnehmerfolg erzielst. Und das geht der Hauptschlüssel oder der wichtigste Schlüssel natürlich über die Ernährung. Und bei uns ist es so, oder ich lehre das ja auch an der Hochschule, ist es so, dass wir die 4 wichtigsten Ernährungsregeln einhalten. Und die 4 wichtigsten Ernährungsregeln sind einfach Auswahl der richtigen Lebensmittel, zur richtigen Zeit, in der richtigen Kombination und in der richtigen Menge. Das hört jetzt vielleicht kompliziert ein, was es ist. Ich gehe dann auch nochmal später in einem anderen Video näher drauf ein. Aber ich will einmal nur für dich sagen, dass es einmal wichtig ist, okay, wenn du den Hebel hast, den Hauptschlüssel für die Ernährung und du weißt, was du essen sollst, wann du was essen sollst, in welche Kombinationen, in welche Menge, wirst du Erfolge erzielen, maximale Erfolge. Du kommst da gar nicht mehr raus. Vor allem, wenn du deinen Stoffwechsel ankurbeln möchtest, ist es essentiell, dass du zum Beispiel auch Kohlenhydrate zu dir nimmst. Es gibt natürlich immer verschiedene Ernährungsformen und viele Wege führen nach Rom. Das Wichtigste ist aber, dass du verstehst, wie deine Hormone und Stoffwechselprozesse in deinem Körper funktionieren, weil das erzeugt deine Gefühle, das zeugt auch deine Abnehmerfolge, deine körperlichen Ergebnisse und deswegen ist es essentiell, was du isst. Ja? Und ich kann dir nur sagen, wenn du jetzt dann, es gibt ja wie gesagt Ernährungsformen High Carb, Low Carb, Intermittent-Fasting oder Intervallfasten oder ketogene Ernährung und so weiter. Und wir im Coaching sorgen dafür, dass du von allen Makronährstoffe sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette, einfach ausreichend zur Verfügung hast, dass der Körper zu 100% auch funktionieren kann. Weil es geht ja natürlich dir in erster Linie wahrscheinlich ums Abnehmen, aber in zweiter Linie geht es ja auch um die Gesundheit, dass du fit bist und Energie hast. Und das ist das, was die meisten bei uns berichten, dass wenn sie wirklich eine Strategie haben, was für sie funktioniert, dann haben sie nicht nur Abnehmerfolge, sondern sie haben mehr Energie und mehr Leistung in der Arbeit, auch für die Familie, sie haben mehr Energie, sie kommen früher aus dem Bett raus. Das sind die großen Vorteile, auf was wir halt achten.
Und das geht nur, wenn du dem Körper ausreichend Kalorien zuführst. Wenn du einen Schwedenofen nur einmal einheizt, dann brennt er einmal auf und der ist vorbei. Und wenn du aber immer ständig einheizt, dann brennt er immer. Und das ist so ähnlich wie im Körper. Du musst dem Körper die richtigen Bausteine geben. Als Beispiel, ein Baumeister, wenn du ihm jetzt Dachziegeln lieferst, wird er schwer eine Mauer von 25 Meter aufstellen können. Deswegen ist es wichtig, dass du ihm das richtige Baumaterial gibst, so wie im Körper. Und dementsprechend machen wir vor allem in der Früh und zum Mittag, schauen wir bei den Leuten, dass sie Kohlenhydrate essen, auch Proteine mit einbauen, also Eiweißquellen wie Eier, Hüttenkäse, Fisch, Fleisch, Bohnen, auch vegetarisch und vegan natürlich auch bei uns möglich. Ja. Und gegen Abend hin, also wenn ich keine Aktivität mehr habe, ja, dann schaue ich, dass ich eher auf proteinreiche und Beilagen wie zum Beispiel Gemüse und Kost zugreife, wo ich vielleicht weniger Reis, Kartoffeln und Nudeln esse. Ja. Aber das muss allgemein gehalten. Es hängt immer ganz darauf an, wie dein Zyklus auch ist. Wenn du zum Beispiel eher später trainieren gehst am Abend, dann ist es auch gut, dass du nach dem Training Kohlenhydrate isst, damit du deine Kohlenhydratspeicher wieder auffüllst. Das geht dann nicht ins Fett, ins Körperfett, sondern in die Muskeln rein. Das erkläre ich auch nochmal in einem anderen Video im Detail, wie das funktioniert. Aber für dich ist das, was du jetzt wissen musst, einfach, dass du keine Makronährstoffe, also keine Kohlenhydrate, keine Proteine und Fette komplett aus dem Speiseplan streichen solltest und auch keine Crash-Diäten verwenden solltest. Wie du jetzt weißt, gibt es natürlich viele Ernährungsgurus da draußen, die was dir das Blaue vom Himmel versprechen, beziehungsweise natürlich viel Halbwissen im Internet. Daher empfehle ich dir ganz einfach, mich auf rolandhutter.at zu besuchen und dich einzutragen. Wir werden kurz darüber sprechen, ob wir dich auch bei deinem Ziel unterstützen können.